Kistenschlacht, was für ein ekliges Level. Willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4, It's About Time. Auf der Suche, nicht auf der Suche, auf der Jagd nach den Goldrelikten. Ja, und Kistenschlacht ist mal wieder so ein ganz besonderes Level. Ich bin am Ende des letzten Parts fast noch durchgekommen. Allerdings wahrscheinlich wäre das ziemlich blöd gewesen. Ein ziemlich schlechter Versuch. Ja, wahrscheinlich mit einer, weiß ich nicht, 2,40 oder sowas im Ziel gewesen. 3 Minuten haben wir für Saphir-Zeit. Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass es Gold geworden wäre. Aber ich habe auch wirklich wahnsinnig viel Zeit bei Cortex vergeudet. Aber der Bereich, also das gesamte Level eigentlich, bis auf den letzten Bereich, ist halt einfach blöd. Also blöd vor allem im Sinne von, man kann es nicht wirklich schnell machen. Weil man sich immer ausrichten muss, weil man teilweise auf Rhythmen, Sachen, Gedöns warten muss. Das macht das alles ein bisschen sehr nervig. Ja, die eine Sekunde ist mir dann auch egal. Hier kann ich auch direkt drüber. Muss ich nicht nochmal mit nach links kommen. Die TNT-Kiste habe ich tatsächlich diesmal nicht getroffen. Ist auch egal eigentlich. Ist nicht gut, ist nicht schlecht, ist einfach nur egal. Die TNT-Kisten am besten abknallen. So. Jetzt habe ich ja eigentlich ein... Ja, ziemlich... Ja, das war alles ungünstig. Jetzt bin ich nicht hoch genug und jetzt weiß ich nicht, wo ich überhaupt landen kann. Ja, super. Damit habe ich meinen Run schon komplett verkackt. Und genau diese Stelle ist eigentlich eine meiner Hassstellen im Level. Ja, guck mal, da muss man nur einmal... Ja, komm. Das finde ich auch so richtig dumm, ne? Dass man sich einfach umbringen muss, damit man hier das Level neu starten kann. Ich meine, klar, da steht im Menü zwar die Option Level neu starten, aber dann lädt er das ganze Level nochmal und dann muss man diese 40 Sekunden Ladezeit ertragen und nicht die 2 Sekunden. Und das ist so dumm, wirklich. Teilweise hat man ja sogar gar keine Möglichkeit, sich umzubringen. Aber allein schon auf die Idee zu kommen, das ist so dämlich, wirklich. Das ist so unglaublich dämlich, aber na gut. Sage ich mal nichts weiter zu. Übrigens gibt es noch sehr interessante Easter Eggs, möchte ich mal sagen. Winke mit dem Zaunpfahl, was weitere Spiele sowohl von Crash als auch von Spyro angeht. Und zwar, glaube ich, in den Konzeptgrafiken, müsste das, glaube ich, gewesen sein, da wird es noch ein Bild geben, auch aus dieser Dimension hier, aus dem ersten Level, glaube ich, aus Schnellimbiss. Ja, müsste sein, genau. Da sieht man nämlich unten im Hintergrund quasi, sieht man Spyro zum einen. Und unter Spyro, also unter dem Spyro-Logo, steht eine 4. Naja. Also da ist tatsächlich so ein kleiner Hinweis darauf und das greife ich einfach schon mal vorweg, das werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen, wenn es dann auch wirklich in-game ist. Was auf jeden Fall in-game ist, ist eine kleine Referenz eventuell zu... Also eine kleine Referenz zu einem eventuellen Crash 5, das wollte ich eigentlich sagen. Das war schon wieder sehr knapp. Die ich euch dann noch ganz am Ende zeigen möchte und auch erst dann zeigen kann, denn dafür braucht man schon 106%. Wieso ist das? Dafür müssen wir dann nochmal ins allererste Level. Und das werde ich euch dann auf jeden Fall noch zeigen. Aber bis dahin haben wir noch eine Menge Platin-Relikte zu holen und leider auch hier. Leider wird es wahrscheinlich hier besonders lang dauern. Immerhin habe ich das jetzt schnell geschafft. Die Maske ist mir da egal. Oh, es ist so kacken langsam, meine Güte. Ich glaube, 2 Minuten ist tatsächlich noch... Das war jetzt eigentlich auch doof. Ich hätte auch den rechten natürlich nehmen können. Ja, war klar, war klar. Scheiße. Das ist so dumm, ich hasse. Ey, dieses Level ist einfach... Ey, ich glaube, das ist sogar schlimmer als... Also auf Zeit ist es definitiv schlimmer als Versandfehler. Das ging auf Zeit eigentlich relativ klar. Zumindest was Gold jetzt angeht. Platin könnte nochmal sehr nervig werden, aber das hier, das kann man, das ist nicht darauf ausgelegt, auf Zeit gespielt zu werden. Das hat schon wieder was von, fast was von der Insane Trilogy, wo man in Crash 1 immer gesagt hat, so, ja, das sind aber auch keine, oder auch in Crash 2, das sind halt keine Level, die darauf ausgelegt waren, auf Zeit gespielt zu werden. Natürlich gibt es auch Speedruns, wo man das macht, aber im Gegensatz zu Crash 3 sind die Level halt wirklich nicht darauf ausgelegt. Und ja, ganz ehrlich, dieses Level, wenn es darauf ausgelegt ist, auf Zeit gespielt zu werden,
dann ist das einfach nur die dreisteste Verarsche überhaupt. Und das Ding ist ja, sie sind darauf ausgelegt. Natürlich müssen sie darauf ausgelegt sein, wenn die Devs das reingepackt haben. Ist einfach nur dreist, wirklich. Kannst mir nicht sagen, dass das hier tolles Game Design ist. Was Zeit-Challenges angeht. Ach, fuck you. In den Anus. Ah, das ist einfach nicht spaßig. Also diese beiden Stellen einfach, die kann man doch nicht gut auf Zeit spielen. Das ist nämlich genau der Unterschied zwischen so Leveln wie zum Beispiel Nitro-Aufbereitung, wo ich halt wirklich richtigen Spaß hatte heute. Also wirklich ganz, ganz ehrlichen Spaß, damit dort Platin zu versuchen und zu holen. Aber das hier, das macht einfach keinen Spaß, weil das einfach fummelige Arbeit ist, die bei jedem Versuch wieder Glück erfordert. Da kann man keinen Rhythmus, keinen Flow reinkriegen, da kann man keine Konstanz reinbringen, da kann man einfach nur jedes Mal hoffen, dass es diesmal nicht das komplett beschissene Timing ist, dass man es einfach, dass man nicht so viel Zeit verschwendet, dabei den richtigen Rhythmus einfach zu erzwingen. Es macht einfach keinen Spaß. Und es war eigentlich klar, dass das passiert, aber ich hasse gerade die Welt. Nee, dieses Level ist halt wirklich, es macht auf Zeit einfach keinen Spaß. Der wird mich auch, glaube ich, nicht zum Gegenteil überzeugen können. Es, diese Third-Party-Character, möchte sie ja fast nennen, die machen einfach keinen Spaß auf Zeit. Und das überträgt sich natürlich auch auf alle anderen Spielelemente. Die machen einfach keinen Spaß für mich. Aber auf Zeit am allerwenigsten, weil da kommen halt ihre Flaws am größten raus. Weil man dann darauf angewiesen ist, dass Cortex und Torna auch ihre Kackattacken richtig nutzen können. Und das Zielen ist halt nun mal wichtig, bei Cortex und bei Torna. Und es funktioniert einfach nicht ordentlich. Dieses punktuelle Springen auf so Sprungkisten zum Beispiel von Cortex ist auch einfach, ist einfach Krätze. Und genau das ist hier leider sehr, sehr wichtig. Ich meine, bei den ersten Kisten, wo ich jetzt gerade halt unnötigerweise nochmal nach unten musste. Das war halt absolut mein Fehler, sehe ich ein, aber in manchen anderen Situationen, zum Beispiel hier, da funktioniert es doch noch manchmal einfach gar nicht richtig. Jetzt habe ich 3 Sekunden länger gebraucht als in manch anderen Versuchen, aber das heißt ja noch gar nichts. Ich bin bisher auch erst einmal durchgekommen, durch den Cortex-Bereich. Bin dann aber leider bei dem Crash-Bereich gestorben. Ich würde gerne sagen, das war unnötig, aber ja, man hätte es durchaus deutlich besser machen können und müssen. Aber der Cortex-Bereich war jetzt auch nicht der Mega-Brüller. Da habe ich auch sehr viel Zeit verloren. Es war nicht der beste Versuch, den ich dort machen konnte. Es ist egal, es ist egal, es ist egal. Sage ich jetzt, weil in dem Versuch, wo ich durchgekommen bin, in dem Versuch, wo ich durchgekommen bin, Betonung ist schon durchaus recht nett, da habe ich in diesem Bereich auch beide Masken verloren. Und zwar direkt an den gleichen Viechern oder sogar genau am gleichen Viech. Nämlich auch da gleich, wo ich vorhin beim letzten Mal verreckt bin. Nämlich an dem dritten Viech hier. Weil es einfach nervig as fuck ist. So. Das passt soweit. Es war knapp. Jetzt habe ich leider den Rhythmus für diese Tonne hier verpasst, aber macht nichts. Das geht komplett in Ordnung. Oh mein Gott. Okay, da waren wir, glaube ich, gerade schon so bei knapp 2 Minuten. Also die Zeit ist auf jeden Fall besser als bei dem Versuch, wo ich hier bisher durchgekommen bin mit Cortex. Aber immer noch weit weg vom Platin-Kurs, würde ich persönlich ja vermuten. Vielleicht waren sie hier ja nett, aber so wie ich die Devs hier kenne, nein. So, mit 2 Minuten sind wir tatsächlich genau durch Cortex, durch den Cortex-Bereich durch. Es ist ja fantastisch. So, hier sind wir jetzt auch schneller unterwegs mit Crash hier, als beim letzten Mal. Beim ersten Mal. Und jetzt könnten wir auch schon genau nach unten. Dann sind die Zeitkisten ja auch irrelevant. Und dann ist die Zeit eigentlich doch gar nicht so schlecht. Also dafür, dass hier Kisten sind und alles. Ja, natürlich brauchen wir noch mal eine halbe Minute zu Platin. Geht mir gerade am Arsch vorbei. Wir sehen uns wieder bei, bei Toxische Tunnel. 3 Minuten 25 haben wir jetzt hier Zeit und
Naja, eigentlich freue ich mich tatsächlich schon so ein bisschen drauf. Ich weiß nicht, ob wir die Kiste da oben mitnehmen müssen, aber die ist ja eigentlich schon wieder so ein bisschen off. Deswegen würde ich vermuten, dass wir die nicht brauchen. Ja, aber es ist jetzt an sich ähnlich. Es ist halt dieselbe Welt, ne? Wie die Nitro-Aufbereitung. Wir können hier wieder schön durchpacen. Und sterben. genau wie eben bei der Nitro-Aufbereitung und nicht wie gerade bei dem Cortex-Kack. Deswegen stelle ich mir das halt schon einigermaßen cool vor. Aber man muss halt natürlich den ganzen Scheiß komplett lernen. Vor allem am Ende diese ganzen... ja, diese ganzen... wie nennt man die denn? Wippendinger? Wagendinger? Ihr wisst, was ich meine. Das kann halt wirklich nochmal richtig schlimm werden. Und es kommt natürlich am Ende. Was denn auch sonst? Ja, die eine Sekunde. Das ist alles Übungssache. Das ordentlich hinzubekommen. Immerhin müssen wir jetzt hier nicht durch den Bereich. Die Maske hätte ich schon trotzdem ganz gerne. Und verliere sie direkt, weil ich richtig scheiße bin. Aber na gut. Wann tun die Belgier denn mal was für mich? Tja. Wichtige Fragen, die ich gerade nicht beantworten kann. So. Direkt. Ja, okay. Man kann auf jeden Fall auch direkt auf die TNT-Kiste. Das Level habe ich auch schon bei Dennis gesehen. Der macht das Ganze ja von hinten nach vorne. Ich glaube, aktuell ist er immer noch bei der Nitro-Aufbereitung. Tatsächlich habe ich auch Videos von ihm geschaut, wo er bei der Nitro-Aufbereitung war, bei der Zeit-Challenge. Wo ich gerade meine Platin-Challenge gemacht habe. Das fand ich ganz nett. Nebenbei so. Allerdings hat er da natürlich ein deutlich weniger krasses Pacing drauf. Was jetzt nicht herabwürdigend klingen soll oder sowas, aber es hat mich auch einfach ewig gedauert, da ordentlich durchzukommen. Als ich Gold hatte, habe ich mir so gedacht, so, what the fuck ist hier mit dem Platingeist los? Das habe ich ja auch in der Aufnahme mit Rick, da habe ich ihn immer noch, da wollte ich immer noch mal zeigen, wie krank der Platingeist hier abgeht am Anfang, bei, also nicht hier, sondern bei Nitro-Aufbereitung. Und habe dann ja so gemerkt, so, der ist ja doch eigentlich einigermaßen machbar. Aber es war halt relativ früh, wo ich das Goldrelikt da geholt habe. Achso, stimmt, die ist ja gar nicht aktiv. Ist schon wieder vergessen. Da hatte ich noch nicht so viel mit dem Dreher am Hut. Da habe ich noch recht wenig ja, Platinzeiten versucht oder überhaupt Zeitrelikte versucht. Da war mein Pacing halt noch ganz anders und meine Herangehensweise, möchte ich ja schon fast sagen. Jetzt sehe ich das mittlerweile doch mit anderen Augen. Es ist deutlich realistischer. Wieso dachte ich jetzt, dass ich da durchballer, so ohne dass ich mich drehen muss? Das war jetzt irgendwie wieder sehr weak von mir. Manchmal verstehe ich mich da gar nicht. Und das, na gut, da ist halt ein Gelände, aber... Ja, dass das halt eine Kollision von einer Box hat, ist halt auch wieder... Naja, eigentlich typisch. Sollte mich jetzt nicht wundern, dass ich da einfach nicht durch oder drüber springen kann oder sonst was. Das sind die kleinen Nicklichkeiten, die man halt lernen muss an dem Level. Zum Beispiel ähnlich wie bei, ich glaube, Dino-Spurt war es. Auf jeden Fall eins dieser beiden Level, Dino-Spurt oder halt die Dingrail-Variante. Wo man da so, ja doch, es muss die Dingrail-Variante gewesen sein, denn sobald ich da mit Crash am Start war, konnte ich an einer Stelle ja einfach nur einen einfachen Sprung machen. Da ging der Doppelsprung plötzlich nicht. Also so gar nicht, egal was ich gemacht habe. Ich habe es einfach 3 oder 4 Mal versucht und bin immer abgekackt deswegen. Und das fand ich nett, weil eigentlich hätte mich seine Spikes treffen müssen. Das fand ich halt schon äußerst dreist, muss ich sagen. Muss man halt wissen und entsprechend darauf reagieren. Dann springe ich jetzt... Ja, das war dumm. Das war dumm von mir. Weil das war eindeutig zu sehen, dass ich das mit dem Sprungset, wie ich das so gemacht habe, nicht schaffen kann. Mit dem Moveset. Das ist der bessere Begriff dafür. Da hätte ich entweder viel später springen müssen oder hätte es vielleicht gar nicht versuchen sollen, weil ich schon irgendwie zu blöd an dieser Stange dran war. Ich weiß es nicht. Poco an der Stange. Ja, was für ein Titel. Nee, das mache ich nicht.
Außer ich, also ich werde sowieso wieder vergessen, aber außer ich komme plötzlich beim Rendern oder beim Hochladen und Beschreiben besser gesagt, doch auf die doofe Idee, das zu tun. Dann hat es aber nichts damit zu tun, dass ich hier schon die Idee hatte. Aber es sieht mir ein bisschen zu clickbaitig eigentlich. Und ich meine, Coco ist jetzt auch immerhin nicht erwachsen. Könnte also kritisch sein. Fuck. Manu. Wobei es ja auch mittlerweile durchaus einige Eltern gibt, die so sagen, so ja, das ist halt eine Kunst und eine Sportform oder beides oder weiß ich nicht. Und deswegen ist es schon in Ordnung, dass Kinder schon so an der Stange tanzen, sage ich. Also nicht tanzen, ja doch, es ist schon tanzen, aber halt nicht das, was man so eigentlich unter an der Stange tanzen versteht, ne. Aber es ist halt so Pole-Akrobatik. Generell halt unter dem Sportakrobatik zu verbuchen. Weshalb es dann heißt, ja, das ist, ne? Ja, Akrobatik, Athletik in gewisser Weise vielleicht sogar. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn das schon, wenn Kinder damit früh anfangen, weil die wollen ja auch schließlich gut werden und Wettbewerbe gewinnen und weiß ich nicht alles. Ja, da hat sich schon viel gewandelt. Weiß gar nicht, warum ich jetzt darüber rede. Scheiße. Hauptsächlich mal wieder, weil ich nichts hinkriege hier. Ja, das war dumm. Vor allem ist es dumm, weil ich genau das schon beim Dennis öfter gesehen habe. Dass ihm genau das passiert ist. Weil er eben auch zu ungeduldig war und dachte so, ja komm, das können wir schon. Ja, egal. Ist vielleicht eigentlich ganz gut so, wenn wir das Ding mitnehmen, die Lore. Allerdings würde ich dann auch schon ganz gerne die Kisten trotzdem kriegen. Weil das sollte ja dann der Benefit sein, dass wir sowohl die Lore mitnehmen, als auch eben die Kisten. Ach, schön. TNT ist gar nicht explodiert, aber dafür habe ich trotzdem die 2 Sekunden bekommen. Aber ich, mir gelingen jetzt gerade schon wieder so kleine Zeitersparnisse, die eigentlich erst später kommen sollten, wenn ich überhaupt jemals durchgekommen bin und hier auf Platin baue. Ich meine, nehme ich natürlich jetzt gerne mit schon, aber eigentlich will ich jetzt ja eher lieber durchkommen hier, anstatt solche Sachen rauszufinden. Nicht, dass das Spiel was von meinen Prioritäten versteht oder es überhaupt kehren würde. Ich glaube, ich werde jetzt doch lieber den kurze Variante hier bevorzugen. Kostet zwar mehr Zeit, aber ja mei. Im Zweifel darf ich hier sowieso wegen den Dingern warten. Wo ich auch noch nicht weiß, wie man hier am besten durchkommt. So. Aber nicht am schnellsten halt, ne? Aber ist ja am besten. Ja, natürlich. Wie ich wieder magisch von Nitro-Kisten angesogen wurde, ne? Mein Gott, mein Gott. Ich habe keine Maske mehr, ne? War ich mir gerade gar nicht so sicher, aber ich habe tatsächlich keine Maske mehr. Schade. Ich muss aber sagen, ich hätte gerne eine. Ja, ich will die 3 Sekunden haben, auch wenn ich die damit jetzt hier schon wieder längst verloren habe. So. Ach, guck mal, wir sind schon hier. Ich weiß nicht, wo jetzt überall Masken kommen. Eventuell, nein. Hier muss man jetzt natürlich aufpassen, klar. Ich habe keine mehr und es sieht auch gerade nicht so danach aus, als käme jetzt in der nächsten Zeit eine. Ich, ah, hier, ah, wunderbar. Ich habe nichts gesagt. So, in der Aufwärtsbewegung. Dann kann man auch die ganz wundervoll kriegen. Auch das geht deutlich schneller. Wir wollen ja hier nichts übertreiben gerade. Und das war eigentlich ein bisschen übertrieben. Okay, das kann man auch auf jeden Fall schon schaffen. Uiuiui. Wir sind im Endbereich des Levels. Auch hier gilt jetzt eigentlich nichts überstürzen und lieber auf Sicherheit spielen. Werde ich eh nicht machen. Ist auch wieder alles sehr knapp. Also hier kann man so viel Zeit sparen, wenn man nicht das macht, was ich gerade getan habe. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Ja, supi. Supi du. Habe ich natürlich so nicht gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich hier brauche.
brauchen darf, aber ich hoffe einfach, dass ich überhaupt durchkomme. Hier ist Dennis nochmal ganz blöd abgekackt. Da, ich glaube, ich bin froh, dass ich die Nitro-Kiste nicht getriggert habe, weil sonst wäre das, glaube ich, schlecht ausgegangen. Okay, 21 Sekunden, ganz ehrlich, kann man rausholen. Kann man rausholen. Da war ich jetzt echt nicht wahnsinnig schnell, aber ich habe Gold, das reicht mir erstmal ab zu. Ich würde eigentlich lieber erstmal Doppelsicht machen, aber ich mache Bokortex. 2,55 haben wir hier Zeit als Subjekt, 200, was war das? Ach, ist auch egal. Oh, das war fast, ja, schlecht. Oh Gott. Ja, mit Lani Loli muss ich mir jetzt hier erstmal wieder ein bisschen arrangieren. Das letzte Mal war, glaube ich, bei aus dem Gleichgewicht, dass ich hier mit ihr agieren musste, oder? Oder mit ihm? Was ist denn das überhaupt? Ich glaube, es ist schon männlich, ne? Ah, hier kann man so gut durchpfeffern. Wenn man es kann. Ich kann es leider noch nicht. Das ist traurig. Meine erste Maske habe ich schon mal verloren. Aber hey, immerhin lebe ich noch. So. Wie gesagt, Gold ist mein Ziel. Ah, hier kann man glaube ich auch so hin schon. Ohne Plattform. Hier wird es wahrscheinlich leider nicht funktionieren. Uiuiui. Wird doch lieber erstmal überhaupt überleben. Das wäre schon toll. Ja, ich wollte es einfach versuchen. Weil die zweite Plattform dann doch ein bisschen zu weit rechts war, dachte ich mir. Aber leider. Nee. War das nicht so der geilste Move? Komme ich da auch so irgendwie hoch oder muss ich immer auf diese Plattform warten? Hm. Naja, jetzt habe ich erstmal gewartet und das lief schon so viel besser, ne? Obwohl ich. Doch, scheiße. Ehrlich gesagt, keine Ahnung hatte, was ich da genau mache. So wie auch da, da habe ich es einfach schon ja verpeilt gehabt. Was da überhaupt auf mich zukommt. So, richtig schön spät rutschen, springen besser gesagt, rutschen normal und dann einen späten Sprung ausführen. Das passt noch, wunderbar. Warten wir noch einen Rhythmus hier. Zack, zack. So, jetzt wird's aber auch scheiße. Weil auf Zeit mit Arcano ist immer so eine Sache. Das war auch schon wieder dumm, den zweiten Bouncer zu machen. Hau ab. Ah, shit. Also schnell ist was anderes. Ich würde sagen, ist auch egal, ist es aber nicht. Und das war so... Was hab ich mir denn dabei gedacht? Ich hab's gesehen, so, hab auch noch gewartet und hab so evaluiert quasi und dachte so, ja, ja, passt doch, passt doch. Und scheiß passt das. Ich krieg das Döns nicht hin mit Springen, Drehen und Lani Loli aktivieren und es ist ja auch vor allem der Triple Spin, den man hier braucht. Zumindest wenn man ein bisschen härter pacen will hier. Und ich glaube, das sollte ich erstmal lassen. Mein Pacing soll ich erstmal ein bisschen zurückschrauben, weil das ist gerade echt schlecht. Ich komme überhaupt nicht drauf klar, was ich hier mit meinen Fingern mache. Auch wenn das vorhin in dem Run ganz gut schon mal aussah. Aber das war nur ein glücklicher Zufall. Ja, na, habt ihr gesehen, wie weit ich einfach irgendwie nach links Momentum hatte? Das ist so schwachsinnig gewesen. Vor allem auch, wenn ich getroffen werde, aber na gut. Wenn das hier ein bisschen langsam angeht und da so lernt quasi, dann ist das, glaube ich, ganz in Ordnung erstmal. Ey, es klappt. Geil, es klappt. Oh Gott, ist das knapp. Aber es klappt, es klappt. Weiß ich schon mal Bescheid, es ist eine sehr knappe Geschichte. Aber es wird funktionieren. Coole Sache, wirklich. Gefällt mir gut. Wenn ich jetzt noch hier die Scheiße hinkriegen würde, mein Gott, dann machen wir es halt so, über die Plattform. Da habe ich die Maske nicht verloren, scheiße. Boah, ich habe den Sprung noch gerade so geschafft, holy shit. Und bevor ich überhaupt wusste, dass ich es wirklich schaffe, das war so schlecht, ne? das war so schlecht. Ich wollte einfach nur einen Rutschsprung direkt machen, weil ich gesehen habe, so, ich lande schon wieder auf der ersten TNT-Kiste, aber ich will doch nicht noch auf die zweite bouncen. Ah, das war so eine schlechte Idee, ne? Meine Güte. Ich
glaube, die letzten beiden Level haben es an sich schon doch nochmal richtig in sich. Ah, ist so schön, ne, dass das klappt auf den letzten Pixel da. Oh, da war ich ein bisschen früh mit loslassen von Kupunawa. Naja, gut. Lässt jetzt leider nicht mehr ändern. Beim nächsten Mal bin ich wieder was vorsichtiger. Meine Güte. Die 2 Sekunden, ja, hat es jetzt auch gedauert, aber egal. Na, mit einer halben Minute hier kriege ich auf jeden Fall schon mal hin. Ja, das muss noch deutlich besser gehen. Und auch das muss ich deutlich besser hinkriegen. Fürs Erste denke ich erstmal in Ordnung. Deswegen auch fürs Erste. Ich habe ihn tatsächlich eigentlich noch in der Luft aktiviert, den Arcano, aber das hat er nicht mehr genommen. Man backt da leider noch ein bisschen, also man braucht auf jeden Fall noch einen Sprung danach, das ist wichtig. Ja, das geht theoretisch noch schneller. Auch so ein bisschen quer geht das noch, in Ordnung. Bei den Typenstern eigentlich echt keine Gefahr da. Nein! Weil ich jetzt dachte, ich bin schon gelandet und ja, das wäre aber auch dumm gewesen, weil ich muss einen Rutschsprung machen. Langsam sind wir auch schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Ja, das war dumm, das war dumm. Jetzt habe ich schon wieder keine Maske mehr, zumindest kein Akku-Akku. Quantum Masks habe ich natürlich noch, bei denen ich letztens einfach mal den Namen nicht wusste. Jetzt juckt irgendwas in meinem Gesicht unterhalb meiner Nase. Oder neben meiner Nase eigentlich sogar. Und es wird extremst schlimm gerade. Alter. No, shit. So. Ja, eine 26. Da hatte ich gerade immer eine 28. Also das letzte Mal, als ich drauf geguckt habe, besser gesagt. Ja, gut. Es ist alles noch nicht schnell genug. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, vielleicht reicht es ja irgendwie für Gold irgendwann mal. Da wusste ich jetzt gerade echt nicht so ganz, was ich machen soll. Das ist übrigens auch ziemlich dumm, weil da kann man einfach hier auf diesen Dingern landen. Und schon mal eine Menge Zeit sparen. Halt! Der wollte einfach nicht kaputt machen, ne? Meine Güte. So, hier weiß ich ja zum Glück, dass man sich ja zum Glück einfach nur ducken muss. Das war dumm. Das war richtig dumm alles insgesamt. Na, in einer Minute schafft man das hier locker. Aber na gut. Superman ist ja, glaube ich, gar nicht so gut, ne? Da hatte der Dennis Probleme mit. Das heißt, eventuell ist das gerade gar nicht mal so schlecht. Ja, natürlich habe ich jetzt zu spät gedrückt. Einen Versuch machen wir noch. Ansonsten müssen wir das wieder verschieben. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die andere Plattform auch materialisiert ist und dass die mich tötet, aber das ist nicht so. Das muss ich endlich mal verstehen. So, ich habe schon wieder einen Dings da zu weit gedacht. Ich dachte, ich bin hier. Da war ich aber noch gar nicht. Sieht schon deutlich besser aus. Na, das war gut, das war gut, das war gut, das war gut, das war gut. Das war riskant, hat aber gepasst. Und wieder einen ganz kleinen Ticken gespart. Aber hier verschwende ich definitiv die meiste Zeit. Diesmal habe ich mich aber nicht mit dem Ritter abgegeben. Das war schon mal eine deutliche Zeitersparnis.
So. So. Geht auch nochmal ein Ticken schneller alles. Also man kann es noch ein Ticken schneller machen, als ich das jetzt gemacht habe. So, sehr schön. Das lief gut. Das lief tatsächlich gut und ich glaube, den Superman möchte ich ihn einsammeln. Ich glaube, ich lasse ihn lieber da. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt lieber da. Damit ich jetzt nämlich kein Problem habe mit Arcano. Zumindest könnte ich mit ihm ein Problem bekommen. Na, das war dumm von mir. Nein! Bis zum nächsten Mal. Tschüss.